Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hoch 2 Box von RAF 3.0. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hoch 2 von RAF 3.0, das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier eine recht hohe Box, das Ganze in schwarz gehalten. Hier so ein Pappschuber über der eigentlichen Box. Wir lesen hier einmal den Albumtitel Hoch 2, darunter den Interpreten RAF 3.0. Und genau dieser, also RAF, ist dann hier auch abgebildet, zumindest so Fragmente. Einmal hier das Auge, dann hier unten so das, ja, das Kinn, die Nasen-Mundpartie. Dann haben wir noch einen FSK 0 Hinweis, der uns verrät, dass wir hier auch eine DVD vorfinden werden. Das Ganze mit Sticker gelöst. Dann machen wir den gleich mal ab. Auf der rechten Seite zieht sich dieses Artwork dann durch, dieses Schwarz-Grün. Auf der linken Seite lesen wir Hoch 2 Deluxe Edition. Und auf der Rückseite haben wir dann die Credits und einen Barcode. Von oben und unten ist das Ganze weiß, bedeutet hier schaut dann die eigentliche Box durch. Machen wir den Pappschuber mal ab. Und so sieht dann die Box darunter aus. Also wir haben hier so ein Muster in schwarz-weiß. Hier lesen wir dann auch wieder Hoch 2 Deluxe Edition RAF 3.0. Also rundum hier bedruckt mit diesem schwarz-weißen Muster. Ansonsten hier mittig in weiß gehalten. Und das Ganze ist dann wie so ein Buch hier oben aufzuklappen. Wir kommen zum Boxinhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt mit dabei. Eins, zwei Sticker, eine Autogrammkarte, ein Poster, dann die Instrumentals zum Album plus Bonustracks, sowie natürlich das Album an sich. So sieht das Ganze dann von innen aus, hier in weiß. Wir haben dann hier noch so einen kleinen Einleger, so eine Pappeinlage, die entsprechend das Album hier beherbergt. Und dann haben wir hier noch RAF abgebildet. Ja, von hinten, man erkennt nicht viel, außer eben einer Jacke. Hier lesen wir auch nochmal 3.0 auf dem Rücken aufgestickt. Gut, dann packen wir die Box mal zur Seite. Und nachdem hier nur noch das Shirt in Folie ist, werden wir das mal hier an dieser Stelle rausholen. So, dann packen wir auch das mal zur Seite. Und starten wie immer mit dem Album an sich. Es ist das zweite Album von RAF 3.0 und das dritte Album generell von RAF Camorra. Auch hier haben wir wieder das Ganze in dieser schwarz-grün Optik, hier mit diesem fragmentierten Gesicht. Wir haben hier unter anderem irgendwelche Regler. Das da oben sieht aus wie, ja, was könnte das sein? Eine Zuschauermenge. Dann hier das Auge. Das andere Auge ist dann auch wieder wie so eine Uhr gestaltet und hier das ganze Gesicht so vernietet und verschraubt. Also ein sehr spezielles Cover, so als würde RAF irgendwie so zum einen noch so zum kleinen Anteil aus menschlichen Fragmenten bestehen und zum anderen Rest irgendwie so aus Technik. Premium Edition lesen wir hier unten. Das Ganze kommt in so einem, ja, hart Digipack, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist ähnlich wie ein Digipack, aber es ist wirklich massiv. Hier lesen wir RAF 3.0 Premium Edition. Hier haben wir dann einfach nur die 2. Hier lesen wir auch wieder Hoch 2 Premium Edition. Und dann haben wir hier die Tracklist. Also wir haben hier 17 Tracks an der Zahl. Wir haben Features mit dabei von Prinz Pi und Vega, sowie Shakusa, Yoshimitsu, Motrip und Sierra Kid. Dann lesen wir hier noch exklusives Material und Interview auf DVD. Okay. Und auch hier haben wir dann wieder einen Barcode. Also es gibt diese Version, diese Premium Edition wohl auch ohne Box zu kaufen. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommt uns hier die CD entgegen. So sieht die aus. Also schwarz mit Diamanten. Allerdings, jetzt muss ich kurz eine Aussage von vorhin korrigieren. Ich dachte, dass da oben wäre vielleicht irgendwie so eine Zuschauermenge, die vielleicht im Kino oder so abgelichtet wurde, so Schwarz-Weiß-Foto. Aber auch hier
Das sind wohl dann zweifelsfrei Diamanten. Okay. So sieht das aus. Dann haben wir hier in der Mitte das Booklet, also wirklich so gebunden wie ein Buch. So, dann haben wir hier so diverse Zeilen. Was lesen wir hier? Tag Welt, Tag Friends, Tag Fans. Willkommen, alle, die mich nicht kennen. Ich bin ja sowas wie der Dirigent, schieße mit Rosen aus Schrotflinten zu schönen Violinen. Mein Opus ist vollendet. Okay, also das sind hier Textzeilen von Raf, die hier ihren Weg in das Booklet gefunden haben. Und das zieht sich jetzt hier so durch. Also auf der linken Seite immer Text und auf der rechten Seite verändert sich immer mehr das Bild von Raf, bis es wohl irgendwann komplett verschwindet. Ja, hier haben wir noch die einzelnen Tracks mit den Infos, wer daran beteiligt war. Und zum Abschluss gibt es natürlich auch noch die Credits zum Album. Jetzt mittlerweile komplett verschwunden. Und dann haben wir hier auch noch die DVD. Das Label Independenza, über das das Ganze erschienen ist. Also Raffs Label. Dann kommen wir zur DVD. So sieht die aus. Und wie wir ja schon hinten entnommen haben, befindet sich auf dieser DVD exklusives Material und ein Interview. So, aber mit diesem Album nicht genug. Wir haben hier dann noch ein zweites Stück, eine zweite CD, die Instrumental Disc, und hier sind auch nochmal zwei exklusive Tracks drauf. Also hier das Ganze ist in schwarz gehalten, hoch zwei Instrumentals sehen wir hier, plus so eine Uhr, so ein Ziffernblatt. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also die 17 Tracks natürlich, die wir gerade uns angesehen haben, gibt es hier einmal in der Instrumental-Variante. Plus wir bekommen dann nochmal zwei Bonus-Tracks dazu. Einmal einen Raf-Solo-Track, Selbstzerstörung, und den Track Ford featuring Tour. Also haben wir insgesamt 19 Tracks plus 17 Instrumentals. So sieht dann die Instrumental-Disc aus. Und das Ganze kommt, wie gesagt, in einer Papphülle. So, zwei Sticker sind mit dabei. Einmal dieser hier, kreisförmig, und dieser hier, rechteckig. Also hier das Label Independenza und einmal hier das Cover mehr oder weniger zu hoch 2. Eine Autogrammkarte haben wir auch mit dabei, hier im Hochformat, Raf abgebildet hier in einer Camouflagejacke, und mit goldenem Stift hat er hier unterschrieben, Raf 3.0, Rückseite blank weiß. Dann kommen wir zum Poster. So, das ist recht klein und ja, quadratisch. Hier haben wir Raf mit dieser Jacke, mit dieser Kapuzenjacke. Ich gehe mal stark davon aus, dass es diese Jacke ist, die wir auch schon in der Box hatten. Ja, also es dürfte wohl zweifelsfrei diese Jacke sein. Wie gesagt, das Ganze quadratisch. Hier lesen wir unten dann wieder hoch 2 und Raf 3.0. Und das Ganze ist einseitig bedruckt. So, dann packen wir auch dieses hier wieder zusammen. Ups. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier ein Shirt mit dabei. Dieses Shirt ist in weiß, hier oben lesen wir in türkis, in blaugrün hoch 2. Dann haben wir hier Raf, zumindest sein Gesicht, auch dieses hier von einem türkisen Balken mehr oder weniger durchgestrichen. Darunter dann Raf 3.0 und ansonsten hier jede Menge Formen und Symbole in schwarz und weiß hier über sein Gesicht gelegt. Also sehr interessant gestaltet. So, wir haben es hier zu tun mit einem Fruit of the Loom Classic Value Weight in der Größe S. Ich glaube, es gab damals mehrere Größen zur Auswahl. Ich bin bevorzugterweise, nehme ich immer M. Allerdings in diesem Fall, glaube ich, war M schon vergriffen und L auch schon. Und bevor ich dann, glaube ich, irgendwie XL oder so gewählt hatte, habe ich mich dann in diesem Fall für S entschieden damals. Ist ja auch schon eine Zeit lang her. Ich weiß auch gar nicht, in welchen Größen das genau angeboten wurde, aber
nachdem das sicher nicht nur in S angeboten wurde, gab es auf jeden Fall noch alternative Größen. Wir haben hier, wo haben wir es? 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Marokko. Grüße gehen raus. Dann packen wir das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gesagte Shirt. Wie gesagt, Größe meines Wissens damals frei wählbar. Dann haben wir das Poster hier einseitig bedruckt, quadratisch. Dann die beiden Sticker, einmal rechteckig, Independenza-Sticker und einmal hier dieser Cover-Sticker, kreisförmig. Die unterschriebene Autogrammkarte im Hochformat, die Instrumentals in der Papphülle inklusive zwei Bonustracks und natürlich das Album an sich in diesem Hardcover mit insgesamt 17, also 19 Tracks mit den Bonustracks plus 17 Instrumentals. Das ist eine ordentliche Menge. Das alles in dieser, beziehungsweise mache ich mir Pappschuhe wieder drauf, in dieser wunderbaren Box hoch 2 von RAF 3.0. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr RAF 3.0 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.